dich zu mir setzen. Also, du nicht nur den Rücken. Sollen wir das nochmal stellen? Also, was macht ihr denn? Lass es uns weiter. Was machst du denn hier so? Ich bin im Auftrag von Mix, von Splash Mac unterwegs. So, Splash Mac, kenne ich. Splash Mac, kennst du? Ja. Aber sag mal, wenn du hier hinten rumrennst und so schon Kontakt zu Blumentopf hattest, also die haben schon mal mit euch geredet auf der Tour, oder? Nee, die können uns nicht leiden. Gut. Das ist das Problem. Aber habt ihr mitgekriegt, wer heute hier ist in Hamburg als Special Guest? Ill Will? Yeah. Habt ihr den schon? Den Ill Will? Ja, komm mal rein. Einer der, damit die mich hören können, einer der bedeutendsten deutschen Hip-Hop-Produzenten der Historie. Ja, da lacht er. Komm. Ja, was denn? Ja, mit dem guten. Hast du auch einen enorm wichtigen Beitrag geleistet, oder nicht? Einen, ja. Ja. Welchen? Ich habe keine Ahnung. Oder drei oder vier. Du hast doch diesen Dendemann-Track, wie heißt der, produziert. Sag doch mal, wie der heißt. Ja, diesen geilen mit diesem Jazz-Sample, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Kron Pondra? Ja, genau. Ja. Killer Beat. Ja, hat auch Spaß gemacht. Und verfolgst du eigentlich so mit, was abgeht im Hip-Hop in Deutschland? Guckst du dir sowas an wie Splash Magazine, Mixery, Raw Deluxe oder? Oh, zu selten. Ja. Zu selten. Ich habe auch kein Internet zu Hause. Also aber machst du noch Beats? Machst du noch Beats? Noch, klar. Und wie? Das wird nie aufhören. Und wo können wir die mal hören? Da musst du mal mit mir zu Hause vorbeikommen. Okay. Und dann schicke ich dir. Wen schicken wir ihm? Willst du mal bei ihm vorbeifahren und du auch? Du rappst ja auch? Oder auf wie? Jeden Fall. War ja unverhofft, ihn hier anzutreffen im Backstage. Also ich auf jeden Fall, weil ich lese die Machine Gun Raps immer. Ich habe gerade
gerade sogar wieder angefangen. Also jetzt vermehrt nach Jazz-Samples zu gucken und nochmal in dem Style zu machen. Aber im Grunde genommen, ich wüsste jetzt keiner, der außer euch jetzt, die hier es anfragt, dass überhaupt jemand Interesse hat, über sowas zu rappen. Oh, ja, hier, du hast rein zufällig seine Platte gehört? Nein. Hier, Jazz Files auf MPM Records? Nein, leider noch nicht. Vielleicht solltet ihr mal aus. Das ist ja furchtbar. Aber du weißt doch, er hat ja gesagt, er hat kein Internet, er downloadet sich auch nichts illegal. Fast. Pass auf, wir haben welche dabei auf Vinyl, ich schenke dir eine einfach. Ja, also vielleicht, keine Ahnung. Ja, machen wir connecten. Auf jeden Fall. Warum haben wir das nicht schon hinter der Kamera getan? weil ich es jetzt so charmant erzwungen habe. Stimmt. Okay, check mal, wie ich hier über den Platz bin. Ich weiß, wir sind den Münchner zu spießig. Gegen Hamburg sind wir gerade die Münchner zu spießig. Scheißegal, ich weiß, was ich aber von Münchner genieße. Was ich rede, mein Gott, ich rede nur Scheiß. Aber ich weiß, wenn ihr mir die Hände nicht zeigt, dann hab ich eben gerade hier eine Fußballblockade. Dann benutze ich hier gerade diese Rap-Blockade. Als wäre das ein Quatschspiel und ich bin der König. Ja, und du bist ja jetzt auch hier wegen Blumentopf. Wegen Blumentopf. Und euch. Ja. Ja, wegen Hip-Hop. Ich bin wegen Hip-Hop hier. Im Auftrag von Hip-Hop. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, Willi auch. Und wir versuchen, Hip-Hop an die Jugend zu bringen. Wir sind im missionarischen Auftrag unterwegs. Aber schon seit längerem, oder? Ja, seit längerem, oder? 84, ne? Ja. Also es gibt hier B-Boy-Videos von Willi. Ja, das stimmt. Ja, die habe ich damals, 2001 gab es die schon online ohne YouTube. Auf deiner Website habe ich das gesehen. Ja, was soll man machen? Wenn man nicht wegkommt hiervon. Ja, das vielleicht, wenn ich in neue Alter komme, oder? Ja, nee, aber guck mal, es gibt halt Menschen so wie du, die haben die Möglichkeit und gehen einfach nicht. Und es gibt Menschen wie wir, die haben die Möglichkeit nicht und müssen hier bleiben. Du könntest ja zum Beispiel eine Praxis eröffnen. Weißt du, ich habe hier immer so ein Ziepen, wenn ich so mache. Was ist das? Er ist Arzt. Ja, du bist doch Arzt, oder? Ja. Ja. Auch so ganz richtig fertiger? Ich bin fertig, aber ich praktiziere nicht, weil ich im Moment auf Tour gehe. Das heißt, du dürftest mir nicht mal sagen, warum ich so mache, also warum es dann weh tut. Das ist halt, das ist einfach der Verschleiß der Gelenke, das Alter. Ich sehe, also er ist kein charmanter Arzt. Nein, ich bin ehrlich. Ja, ja. Nein, aber weißt du, ich bin ja erst 27, aber ich habe auch schon Ziehen und hier und da, das ist halt so. Ja, ich habe ja schon diagnostiziert, dass es ein Leistenbruch ist. War der schön, hast du den drauf? So? Ja, nee. Kann ich die Slow-Mo sehen? Kann ich die Slow-Mo sehen? So, Dirk, jetzt drehen wir den Swag auch wieder. Jetzt dreht er den wieder auf. Jetzt geht er eh wieder hinten an die Wand, ich weiß schon. Nette Runden, aber wir müssen jetzt Soundcheck machen eigentlich, weil jetzt ist dann gleich Einlass und dann haben wir wieder einen 10 Minuten Soundcheck. Aber? Danke, dass ihr hier wart. Wir sehen uns später. Viel Erfolg für den heutigen Abend. Ich sag nochmal hier, Splash Magazine, das T-Shirt, Gupta, es kommt, ich schwöre dir. Und ich trage immer Splash Mag T-Shirt, also möchtest du auch ein Splash Mag T-Shirt? Gib her. Ich besorg dir eins, Gupta hier. Ich hatte neulich in meinem Polo noch ganz viel im Kofferraum, aber dann habe ich die eure Mitfahrgelegenheit alle geschenkt. Egal. Fertig. Peace. Splash Mag. Bam, Oida. Ins Gesicht. Das war noch ganz nett jetzt. Ihr habt doch so viel zum Schneiden.